Willkommen zurück zu Night Shift. Wir sind immer noch in Kapitel 2 unterwegs, haben, naja, die nähere Umgebung mal gereinigt und jetzt geht's weiter, denn wir haben noch einiges zu tun. Wir haben noch nicht einen der Elemente gefunden, ja, natürlich Erde, Himmel, Wasser und Feuer. Naja, Himmel, Wind, klar, ja, ist doch logisch. Das heißt, mal kicken, wir haben eine automatische Speicherung und wir haben Inventar. Ja, ja, ja. Wir haben alle Punkte aufgebraucht, sind auf Erfahrungsstufe 7. Das ist doch ganz gut. 1, 2, 3. Und die Angst ist vorbei. Genau. Die Angst vor Gegners, denn wir wollten hier den Westen klären. Hey, komm. Eine mit dem Knöppel. Höflichkeit ist eine Tugend. Ja, ja. Und offenbar wollte uns hier jemand angreifen, aber irgendwie auch nicht. Wieso greifen die mich hier an? Kleinigkeiten werden sofort erledigt. So. Hat direkt ein Schild gezaubert. Aber gut, dass die anderen kein Schildchen benutzen. Das finde ich gut. So. Schnell ausweichen. So. Erstes Vieh ist tot. Ja, wir kämpfen einfach weiter gegen die Hexe. Ich glaube, wir haben ganz gute Karten. Wir schleudern auch schon die Hälfte aller Zauber zurück. Dafür haben wir im letzten Level abgesorgt. Also 50% wird zurückgeschickt. Das ist natürlich, ich sag mal, hervorragend. Oh oh, nicht so hervorragend. Das sind die Horden von Viechers. So. Für den Fall, dass noch mehr von den Dingern kommen, einfach mal. So, Rückzug. Zack, zack. Und beide weg. Jawohl. Ist ganz schön. Ganz schön hack and slay-ig, aber das ist ja eigentlich zu erwarten, oder? Wer hätte erwartet, dass es anders wäre? Der lügt. Ja, muss lügen. Und Zaubern, nichts als Zauber. Ja, kriegen wir hin. Also wir sind mittlerweile relativ stark, schmächtig, wollte ich schon sagen. Und ich habe mal geschaut, man kann nicht quicksaven. Das heißt, ich muss das mal so machen. Ich meine, überleben wir auch, oder? Hoffe ich doch. Wir werden es alle überleben. Richtig. So, wir zaubern wieder. Und vermieden die Gegend. Aber mittlerweile. Die Schäden sind schon. Die können sich sehen lassen. Also die wir verursachen. Wobei das wahrscheinlich gerade knapp war, oder? So, ist das ein Fernkämpfer? Ja, die Bogenschützen sind ein bisschen böse. Nicht richtig, aber. Die hauen halt schon gut rein. Ich könnte natürlich auch mal die lustigen Pilze benutzen. Das wäre auch eine Idee. Andererseits. Ach ja, Nahkämpfer. Das ist auch ein Fernkämpfer, ich weiß es nicht. So, vielleicht treffen sie nicht. Wenn wir es bewegen, treffen sie auf gar keinen Fall. Achso, die. Ich habe gar keinen Bock. Doch, jetzt. Plötzlich haben sie doch Lust anzugreifen. Interessant. Verdammt. Gerade so nicht gereicht. Und beim Zurücklatschen in die Mine. In die Mine, so schön. Toll. Feind. Und der Feind ist tot. So, gelingt uns das? Aber die sind ja so gut wie tot nach einem Schuss. Zwei Schüssen. Hopp, und wir müssen auch. Ja, ja, komm. Wir müssen eigentlich auch Zaubersprüche. Nein, Pfeile zurückschleudern können. Das haben wir auch schon gesehen. Das heißt, Fernkampf und Zauberei kann uns eigentlich nicht immer so viel anhaben. Und ich habe auch gesehen, dass wenn man die Kampagne bzw. das Kapitel startet, egal ob man jetzt einen neuen Charakter macht, man schaltet ja eben frei, die Monster werden angepasst. Das heißt, nur weil ich jetzt schon auf Level 5 hier rein bin, wurden auch Level 5 Monsters gespawnt, bzw. welche in der Kragenweite. Was ist das denn schon wieder? Also jeder Hans Wurst hat hier irgendwie einen Namen, Titel, Rang etc., aber der nicht. Aha. Ach, wie nett. Was ist das? Wieso? Was ist das hier? Das haut rein. Aua, aua. Schnell weg. Höflichkeit ist eine Tugend. Okay. Da hat sich gerade in den. Was ist das? Trank der Zauberkraft. Oh, sauber. Ist das ein geheimer Gegenstand, den ich da entdeckt habe? Ich denke auch. Das hast du dir selbst eingebaut. Kommt da noch mehr Viechers? Ah, okay, also Kisten zu zerstören, ganz gute Idee. So, kann ich den schon nutzen? Eigentlich schon.
Soll ich den nutzen? Müsste ich eigentlich. 59. Aber es kostet immer noch nur 2, die zu verbessern. Ich hoffe mal, dass ich hier jetzt keinen Fehler gemacht habe und, ja, dass es eben so ist wie bei Gothic, dass es irgendwann in 2 und dann in 3 und dann in 4 Schritten geht und wenn ich die Sachen, dass ich das quasi aufheben muss. Man kennt das ja, das Spiel. Wie kann ich denn eigentlich noch tragen? Ein Hauch noch. Viel ist es nicht mehr. Aber liegt natürlich auch daran, dass ich eigentlich viel zu krass bin. 1, 2, ja, ja. 3. Der hat doch hoffentlich eine Aufgabe für mich. Wir wollen mal lauschen. Seid gegrüßt, Ankömmling. Es verschlägt nur noch selten angenehme Besucher in unser Land. Seid gegrüßt. Mögen die Hände der Schreiberlinge nur sinnige Texte verfassen. Wenn ich von meinen Wunden hier genesen bin, werde ich aufbrechen. Ich habe sie von meiner letzten Auseinandersetzung mit den mörderischen Wegelagerern davongetragen. Während des Kampfes ging ich meines Sippenhelms verlustig. Könntet ihr wohl danach Ausschau halten? Einer der Schurken hat ihn sicher an sich genommen. Ich werde die Aufgabe übernehmen und gewiss lösen. Auf Wiedersehen, Fremder. Wenn euch das Glück zur Seite steht, werden wir uns wiedersehen. Ja, richtig. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, dem es so geht, aber irgendwie habe ich gerade bei diesem bayerischen Augsburger der Dialekt, habe ich irgendwie immer das Gefühl, ich sitze hier in der Augsburger Puppenkiste. Augsburger. Findet den Helm und gebt ihn dem Ritter. Aha. Bin ich etwa den Helm. Goldfisch, dass ich all euren Wünschen nachgehen soll? Ah, hier kann ich eine Priesterin mitnehmen. Ist das wirklich schon alles? Eine Heilerine mit einem dicken Schild. Die können wir vorstellen, vorschicken, vorne reinstellen und dann machen wir hinten die ganze Drecksarbeit mit dem Zauberstäbchen. Wäre eine Idee, oder? Die Frage ist, Zaubern ist das eine gute Idee oder nicht? Ich meine, ja, das steht jetzt gerade gespeichert, aber ich mache es trotzdem mal so. Wir reden mal mit ihr. Kann man sie kaufen? Wollt ihr den Priesterin anheuern? Wie bitte? Was ist das denn? Nein. Zaubern. Jetzt ein bisschen wie Wurstfach. Ich bin der Wurstfachverkäuferin. Ich komme schon. Ah, ein Händler. Hat er gute Ware oder wieder nur Müll? Ein Hauch von Müll. Das brauchen wir alles nicht. Auch das nicht. Oh, ein Zauber. Schriftrolle Selbstheilung, kennen wir schon. Stab des Yeti. Oh, schade, eine stumpfe Schlagwaffen. Ja, wie, wenn ich damit im Nahkampf angreife? Oder wie darf ich das verstehen? Weil Schaden durch Magie wird ja das sein, was er zaubert. Reichweite 10. Oh. 70 ist bessers. Ist schneller. Höhere Reichweite. Ach so, Schaden durch Magie ist 23. Moment, also das ist ein reiner Magieschaden, der Höllenstab. Sehe ich das richtig? Der macht Magieschaden. Und der hier... Wir hatten ja schon mal einen Froststab, der hatte Schnittwunden. Und der verursacht wohl physischen Schaden. 70 und 23 ist Magie. Sehe ich das richtig? Ist aber ein richtig schöner Scharfschützenstab mit den 10 Reichweite. Das gefällt tatsächlich. Ja. Ist jetzt die Frage. Ist es guter Rat teuer? Ist das ein guter Stab oder ist das kein guter Stab? 270 Mark. Ist die Hälfte weg. Die Hälfte wäre im Fort. Was wiegt der? 13 Kilo. Schwierig, schwierig. Machen ja oder nein? Eigentlich wollten wir mal irgendwann Zauber lernen, weil so ganz ohne Zauber ist halt auch ein bisschen doof, ne? Aber eine Reichweite von 10? Jetzt haben wir 8. 7. Ist schnell. Ja, gekauft, oder? Komm. Machen wir gar nicht lang rum. Der wird gewählt. Moment, wo ist er? Da. Zack. Falls er schlechter sein sollte, ich habe ja unten ein Auto aktiviert, dann wählt er automatisch die beste Waffe, wenn ich den Feind angreife. Moment. Ist der links? Ist das okay. Wirklich schon alles? Ja, weiß ich nicht, ne? So, Reichweite haben wir jetzt auf jeden Fall eine Reichweite hier. Wer von euch so, und? Achso, natürlich ist es ein bisschen dummlicher. Also Bock anzugreifen, oder?
So. Moment. Ach ja, er hat wieder gewechselt. Ist mir Befehl. Ja. Nun ja, warum? Ist der wirklich so viel besser? Warum hat er den jetzt gewählt? Ich kann ja mal... Ich komme schon. Ich wähle das andere mal. Oh. Jetzt, genau, jetzt schneiden wir die alte weg. Ah, das sind die Angriffchen. Ich verstehe. So, jetzt sind wir schnell. Und der Schaden ist maximal... Gut, stumpfe Waffe und stumpfes Skelett. Klappriges Skelett. Das ist eine gute Mischung, oder? Verdammt, was haben wir jetzt aufgesammelt? Aha. Keine Chance. Wir sind schon so ein krasser Zauberer. Was wollt ihr von eurem alten Diener? Ich schätze, wir müssen... Ja, ist gut. Der labert auch immer. Ein Kilo hatten wir noch. Was ist das? Oh, schnellere Mana-Regeneration 2 und um 25 erhöht. Und wir haben... Stärke der Magie erhöhen. Ja, Mana, hätte ich einen guten Zauberspruch. Vielleicht finde ich sowas auch. Das wäre natürlich der Hammer. Da muss ich den Müll nicht kaufen. Ja, und ein Heiltrank. Toll. Toll. Ja, ich habe es begriffen. Kleiner Heiltrank. Dead. Und so weiter. Ja, wir werden wohl kämpfen müssen. Ach so, ihr könnt nicht noch mehr tragen. Dann wollen wir mal kämpfen. Aber man merkt schon, es fliegt ballistisch. Deswegen vielleicht nicht die beste Wahl. Interessant. Das andere schlägt nämlich direkt ein und deswegen ist der bessere Zauber, weil sich die Gegner bewegen, vielleicht. Gehen wir auf Auto. Perfekt. Ach, weil die Reichweite... Moment. Macht er das vielleicht, weil die Reichweite so hoch ist? Wechsel jetzt gleich. Natürlich nicht. Das macht er nur dann, wenn ich es ihm befehle. So, mal schauen. Ja, ist aber ganz nett. Oh, und ein dicker Level-Up. Wir greifen an. Ja, und er wechselt direkt zum nächsten. Weil der Schaden jetzt krasser ist. Offenbar. Halt. Ja, ja. Also offenbar ist der direkte... Das handelt auch wieder so ein bisschen an Dark Forces, ne? Wer das auch kennt. Der Feind. Wo ist der Feind? Da oben. Nee. Das ist so eine Hexe. Reg dich doch mal ab. Ein schönes Dörfchen, muss man schon sagen. Aber, naja, vielleicht machen wir nicht zu viel kaputt. Da freuen sich die Leute schon. Auch. Ich wünschte, ich könnte hier wechseln, wie im Inventar. Na gut, wir haben einen Level-Up. Das mit 50-50 finde ich schon hervorragend, muss ich sagen. Wahrscheinlich kann man das so weit hochtrimmen, dass man irgendwann von magischen Geschossen einfach, dass man immun ist gegen die Dinger. Das wäre natürlich nicht schlecht. 3 haben wir noch. Mana. Ja, momentan brauche ich das halt einfach nicht, weil ich benutze ja... Diese komischen Minen sind zwar nett, aber irgendwie eher schmückendes Beiwerk. Magische Falle, dass er länger hält? Nee, danke. Hätte ich wahrscheinlich... Moment, wieso kostet das schon 3 Punkte, um das zu erhöhen? Raff ich nicht so ganz. Das hier auch. Das sind einzelne, das auch eins. Dann machen wir hier... Zack. Okay. Vielleicht wird es ab 70 dann teurer. Aber wir schauen... mal. Können wir das nicht irgendwie... Können wir es da runterziehen oder so? Ne? Ah ja, Waffe wechseln. Nächste Waffe. Da ist der Plus. Ist vielleicht mal einen sinnvollen... Oh, sehr schön. Ja. Also für die Kleinen ist Eis besser. Ich bin wieder auf Auto, oder? Genau. Und für das Dickerchen, da wechselt er. Ja, das muss ich sagen, das finde ich gar nicht mal so ein schlechtes Feature, dass er da genau die Waffe wechselt, die besser ist. Denn ich glaube, das Spiel weiß ein bisschen besser Bescheid. So, wenn ich den jetzt... Jetzt müsste das gleich... Genau. Das ist quasi eine kleine Artillerie-Geschichte hier. Hervorragend. Och nö, nicht doch schon wieder solche Assis. Na? Wieso geht er auf die los? Wahrscheinlich, weil er die Waffe aktiv hat, ne? Deswegen geht er jetzt auf den Hintern? Ne, er geht auf den Vordern los. Interessant. Okay, kann ich mir sparen? Ne. Ein Rendezvous mit seinem Zauberstab. Ich weiß es nicht. Und da ist wieder irgendwo eine Hexe da oben. Diese Narren, sie greifen an. Ganz schön dumm. So, greift er den jetzt an?
Komm, machen wir von hier aus. Wenn er trifft, direkt ist Feierabend. Sehr schön. So. Dann könnten wir eigentlich... Können wir uns da hinten irgendwie anschleichen, oder? Können wir von hier aus schießen? Perfekt. Naja, nicht ganz so perfekt. Aber dann muss es sein. So. Euer Wunsch ist mir befehlt. Ja, ja. Vor allem. Wir sind auch schön schnell. Ja, dafür ist natürlich nicht so gut. Wieso hält er nicht vor? Weil er ein bisschen dümmlich ist, der alte. Goldfisch. Goldfisch? Ja, ja. Ich finde auch, die Sprüche werden immer besser. Das ist wie guter Wein. Nee, halt. Wein hört man nicht den ganzen Tag. Aber... Oh, Gefahr. Gut, dann müssen wir direkt angreifen. Aber offenbar ist das die beste Variante gegen die. Ist ja klar, stumpfe Waffe, Skelette. Zauber. Nichts als Zauber. Nichts als Zaubern, ganz genau. Gut, 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 gut. Wir... Ah, das war der Teleporter, genau. Ohne Zwang nicht geht. Okay, wenn er keinen Bock hat. Gerne. Hier oben war nämlich der Teleporter, hier sind wir angekommen. Der verbindet Nordost mit Nordwest, beziehungsweise Nord mit Westen. Eins, oder wie das heißt. Drei. Und die Angst. Sehr schön. So, jetzt die Frage... Oh, drei von den Kollegen. Na, Schutz, war ja klar. Sehr schön. Ja, Schaden ist natürlich so nicht so gut. Kommt der Rest mit? Nein. Kleinigkeiten werden sofort erledigt. Werde ich darauf geheilt, wenn er noch nicht in der Nähe ist? Offensichtlich, ja. Das ist schlecht. Das ist nicht so gut. Das war wiederum ziemlich gut. Ja, das gefällt. Also die... Das ist erschreckend, wie gut die KI im Grunde genommen alleine agiert. Oder? So, jetzt wird er gleich seinen Zauber zaubern. Nee, wird sie nicht. Alte Hexe, so. Einmal draufbolzen. Jetzt holt sie ihr komisches Schildchen. Nimmt keinen Schaden mehr. Ist egal, wir warten einfach mal ab. Wie hält denn das bei dir? Ich weiß es gar nicht. Was sollen wir angreifen? Wir haben die größte Reichweite. Hervorragend. Bin ich etwa ein Goldfisch? Ich weiß es nicht. All euren Wünschen nachgehen soll? Ja, wie so oft. Sie greifen an. Wer greift an? Achso, die. Moment mal. Jetzt habe ich zu viel Müll dabei. Was mag es sein? Vielleicht sollte ich einen. So ein Pilz essen? Hm. Ich muss kein Pilz essen, das ist das Problem. Ich komme schon. Achso, die eine hat gar kein Schild. Kein Nennschild. Bin ich etwa ein Goldfisch? Weiß ich nicht. Euren Wünschen nachgehen. Ja, wir müssen jetzt mal stehen bleiben, denn wir müssen die Tränke benutzen. Keine Chance. So, und das ist? Mal wieder mal die 500 Lebensenergie. Ja, Das war ganz nett. Schärfe des Lebens. Kleinigkeiten werden so. Wie Schärfe des Lebens? Schutz vor Magie? Achso, so ein Schutzding mit Lebensenergie. Nee, 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 nee. Ich muss mal zurück. Ich muss Schrott verkaufen. Denn wir haben leider viel zu viel. Wir sind interessanterweise viel zu gut ausgestattet, ausgerüstet. Hier, genau dahin. Wir verkaufen mal was. Ja, ja. So, guten Tag. Wir würden gerne verhökern. Und zwei, jetzt halte ich fest. Mana-Regeneration, oder? Und Mana erhöhen. Was haben wir denn? Amulett, genau. Stärke, Mana erhöhen und Mana-Regeneration. Ja, das können wir verkaufen. Das ist nicht so schick. Oh Mann. Ja, ich glaube, das wird auch der Standard sein. Das ist ja typisch Action-RPG, dass man die schlechtesten Sachen immer raushaut. Hm. Ich würde sagen, wir verhökern einfach mal alles an Schutz, was wir haben. Schutzgeschichten fliegen einfach raus und... Ja, das wiegt nicht so viel. Was ist denn hier so abartig schwer? Gewicht 3, Gewicht 3. Das hier wahrscheinlich, ne? 3 mal 27 ist halt schon ein bisschen sehr viel. Und eigentlich brauchen wir es ja gar nicht so wirklich. Ah, wir haben doch noch eine... Moment, wir haben eine Truhe, da können wir das Zeug bunkern. Das sollten wir vielleicht mal machen. Oder? Wird sich das lohnen? Mana-Regeneration. Stärke der Magie erhöhen, 4 und Mana erhöhen.
Wir haben... Oh, 7. Stärke der Magie um 7 erhöht. Das ist quasi ein Stärkering. Den sollten wir vielleicht behalten. Dann können wir den hier... Dann müssen wir den verticken, genau. Wegen 2. Auch Heiltgift. Ah, okay. Kleiner Heiltrank, Heiltgift. Wer lesen kann und so weiter. Mana-Kristall, Mana-Regeneration. Mana-Regeneration 100. Aha. Hält wie lange an? Ich weiß es nicht. Ah, nee. Regeneration des Lebens, also gibt mir auf einen Schlag. Jenes. Okay. Kurzzeitiger Tank des Lebens. Ich müsste eigentlich zurück und mal die ganzen Pilze bunkern. Ist das wirklich schon alles? Wir werden Moment. Wohl kämpfen müssen. Wieso? Achso, weil ein Skelett steht. Ja, kein Wunder. Was steht denn Widerstand gegen? Schnitt und irgendwas Wunden, glaube ich. Dass ich all euren Wünschen nachgehen soll? Also ich habe das schon richtig verstanden, ne? Dass ich mein Zeug hier bunkern kann. Ich mache das jetzt einfach mal. Genau, ich werde alle, die ich habe, mal hier reinschmeißen. Und wenn das fertig ist, dann sammle ich wieder die Sachen ein. Klingt idiotisch, aber dann haben wir natürlich weniger als vorher. Das ist wiederum ganz gut. Schätze ich mal. Denn momentan brauche ich die Teile nicht wirklich. So, jetzt mal alle weg. In die Truhe legen. Wie viel? Die mit der Mühle. Okay. So, den haben wir. Die wiegen auch so viel. Schmeißen wir mal 7. 7? Nee, 71? Ja, nee, 7. Hervorragend. Und für alle Fälle legen wir einen davon mal ab. Von diesen Lebensenergie-Tränken. So, jetzt können wir wie viel tragen? Ja, sehr gut. So, dann sammeln wir es gerade wieder ein, aber es sind natürlich weniger. Und können wir ja echt mal nutzen. Jetzt, wo wir wissen, wir haben so viele von den komischen Dingern. Die braucht doch kein Mensch mehr. Nichts als Zauber. Genau. Den ganzen Tag nur zaubern. So, und jeder Gegner, den wir alle machen, der gibt uns natürlich Erfahrungspunkte, also lohnt es auch. Und deswegen nehme ich auch nicht die Priesterin mit, weil ich möchte nicht, dass die mir hier in die Parade fährt. Und meine wertvollen Erfahrungspunkte stiehlt. Ist eigentlich ganz nett, wenn dieses Schild aktiviert. Aber da müsste ich mit mehreren gleichzeitig hantieren. Kann man die wieder wegschicken? Ich weiß es gar nicht. Oder sollen wir die Priesterin mal mitnehmen? Weil hübsch anzuschauen ist es ja. Vielleicht kann die ein bisschen was auf sich lenken an Feuer. Wer greift wen an? Und warum? Ach man, ich kann doch einfach hier hoch. Ah, interessant. Dann hier. Zack. Oh Mann, krasse Reichweite ausnutzen. Und die alte Hexe rafft wieder nichts. Sie müsste, glaube ich, erst das Gebäude vernichten. Was? Tu es. Sehr schön. Ach, süß. Das stimmt. So, eine Hexe. Oh, Mann. Ein Zauberstab. Runter mit dir. Was ist ein Zauberstab? Weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Attacke. Ja, das ist ganz gut, der Stab, ne? Jetzt haben wir aber noch einen gefunden. Was kann der? Der da? Runenstab. Schaden durch Magie. 40. Aber das ist dafür schneller. Runenstab. Können wir mehr benutzen, einfach mal, spaßhalber. So, wie kann ich tragen? 188. Interessant. Okay. Kleinigkeiten werden sofort erledigt. Ja. Wir werden uns mal einfach hier hinstellen. Okay, was zur Hölle? Was war denn das? Geht es euch alle durch? Runenstab. Das macht jetzt allen Schaden, offensichtlich, ne? Bin ich etwa ein Goldfisch, dass ich rettet euch. Ja. Kriegen wir hin. Und Feuer. Oh nein, Gift. Heiltrank. So, der war weg. Ja, das ist tatsächlich besser, oder? Denn Auto ist aktiviert. Scheint nicht der beste Spruch zu sein. Der Feind kommt. Oh, sehr schön. Was immer euch auch einfällt. Hinterlässt direkt ein. Ja, komm, geh weg mit deinem Schild. Hau ab mit deinem Schildchen. Dann heilen wir uns derweil mal. Oder auch nicht. Ich komme schon. Schnell weg. Hier hoch? Oh nein, Feind! Warum rettet mich niemand?
bin doch schon dabei, reg dich ab. So, voll ins Gesicht. Zack. Die Latze nicht mehr. Oh ne, bloß kein Gift. Verdammt. Ich komme schon. Komm, mach. Du schlägst wie ein Mädchen. Wäre schön, wenn der durch Schild durchgehen würde, dieser komische Runenstab, aber. Ist leider nicht. Wir werden wohl kämpfen müssen. Ja, dann mach. Und die anderen kommen hinterher, ja, selbstverständlich. Ist das wirklich schon alles? Weiß ich nicht. So, einmal noch, dann ist Feierabend, oder? Ja, natürlich zweimal, ist ja klar. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, schnell heilen und dann wieder zurück. Und die Hexen warten. Komm schon. So. Kleinigkeiten werden sofort erledigt. Wo ist denn die nette alte Dame? Zu den Waffen. Aha. Die gibt gleich einen Löffel ab. Und Feierabend. Wir brauchen noch was. Hm, 45. Guck mal, 539. 539, okay. Kein Schild heute. 544, okay. Ja, soll ich sie mitnehmen oder nicht? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Höflichkeit ist. Ich sage mal nein. So, klären wir erstmal hier alles. Soweit. Ja, mehr gibt's hier nicht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja. Halt! Halt! Zurück, du Hornochse! So. Oh ne, Gift! Gift böse! Hallo? Ja, das Gift war trotzdem, das ist schlecht. Schnell! Höflichkeit ist eine Tugend, kriegen wir das hin? Euer Majestät. Ne, ich fürchte mich. Gut. Dann legen wir uns einfach auf die Heilgeschichte drauf und rasten. Ist er schon wieder wach? Nicht so wirklich, ne? Die Zeit geht da nicht so schnell rum. Warum? Schaffe ich nicht. Aber gut. Heilt das bisschen. Das kriegen wir auch so hin. Ja, ja, kampfbereit und so weiter. So. Einmal. Zweimal. Einmal. Und Attacke. Oh. Schon tot. Ja, die Reichweite ist, glaube ich, zu groß für die. Die raffen das nicht so richtig. Oder warten die noch drauf, dass sie aus dem Portal kommen? Haha, weit gefehlt. So, ihr Trottel. Den Westen haben wir auch bereinigt. Das ist doch hervorragend, oder? So, jetzt schnappen wir uns ja die lustigen... Ja, die Hexen haben wir schon alle, ne? Wölfchen wird es wahrscheinlich noch irgendwo geben. Nee, nee, die stehen doch noch rum. So. Und wir greifen nämlich jetzt an. Haha, wir greifen diese Narren an. So. Brauche ich momentan eigentlich gar nicht. Schon wieder so eine dumme Hexe irgendwo. Ja, ich könnte auch stehen bleiben. Kann es auch lassen. Wenn ich da hoch dappel, was ist dann eigentlich? Was genau ist da? Ach, da unten kann ich mehr angreifen. Ja, ja. Oh, der dumme Hund. Der rafft das wieder nicht so richtig. So, Heilung, jawohl. Und der rennt automatisch direkt quasi Bildschirm aus, direkt zum Heilkristall oder Altar oder was auch immer. Das ist echt nicht schlecht. Oh, ich muss mir angewöhnen, wieder zu speichern. Wohl brauche ich gar nicht, oder? Jetzt läuft es ja über die Autospeicherung. Die kommt aber nur alle... Vielleicht muss ich die mal ein bisschen kürzer machen, dass die alle 2 Minuten speichert, dass man notfalls einfach nichts großartig verliert. Wie gesagt, hier nur wieder mal das Ruckeln, aber da muss ich nicht immer ins Menü. Dann können wir maximal 6 Minuten zurück, weil es gibt drei Zauber... automatische Speicherungen. Ja, ja. Und weg das Vieh. Hervorragend. So, Bombe ist platziert. Was ist, wenn ich da hochgehe? Dann dürfte ich eigentlich nur gegen die komischen Dings da kämpfen müssen, oder?
Ja, den Kampf gewinne ich, mein Junge. Meine Dame. So. Jetzt ist kein Schild mehr da. Und ade. Schwarzer Wolf. Ich glaube, im nächsten Level ab sollten wir wieder auf die Punkte gehen. Zustand. Achso, Zustand ist die, das Gebäude. 1200. Oh Mann. Ja, 85 von 622. Ist mir schätze mal, da gibt es auch bald mehr von. Ja, ja. Moment. Ist er das? Ja gut, wenn ich einen Doppelten habe, dann wird er wohl nicht so toll sein. Alles klar. Direkt auf die Alte. Und... Oh, sie hat noch keine Energie mehr für ein Schildchen, ne? Oh, der ist direkt an die Rübe geflogen. Ja, Reichweite ist doch ein bisschen wie, wie Earth 2150. All euren Wünschen nach. Primitive Lebensformen. Höflichkeit ist eine Tugend. Ja, Höflichkeit, aber erstmal primitive Lebensformen. Ja, der weiß auch nicht, was er will. Aber ist nicht so schlimm. Die raffen das nicht, ne? Ich bin zu weit weg. Wahrscheinlich haben sie so eine Sichtweite von X und ich habe X plus 1 oder 2. Hervorragend. Ja, trifft jetzt nicht, aber spätestens im Nahkampf trifft es da wieder. So, und zack. Ist ideal. Ich kann das auf Entfernung einsetzen und wenn sie rankommen, kann ich schon mal dafür sorgen, weil wir sowieso nicht auf die Distanz treffen. Genau so. Muss das sein. Sei nicht so frech. Und? Denkst du, bist du immer nicht. Euch auch einfällt. Ass rein. Oh, ist das eine Abkürzung? Oder wofür das hin? Ich komme schon. Hm, es ist kein... Kein Steinchen finden wir hier. Bin ich etwa ein Goldfisch, das, was ist das? All euren Wünschen nachgehen soll? Wieder eine schicke Aufgabe vielleicht. Rettet auch diesen Steinkreis und alles wird gut. Das sieht nämlich genauso aus wie der im Osten, den wir schon mal befreit haben. Befriedet haben. Das ist nicht schlecht, oder? Ja, ist momentan noch ein bisschen simpel mit den Zaubern, aber ich denke mal, das wird noch besser. Ja, ja. Bleib einfach mal stehen, wir sind krass genug. Ich wünschte, ich hätte das Geld für irgendwelche guten Zauber, aber habe ich leider nicht. Leider nicht. Ah, okay. Moment, jetzt halte sich. Da habt ihr wieder auch zu dem Ausgangspunkt zurück. Ja, das ist doch... Ich kann nicht sagen, aber die KI ist echt nicht schlecht. Wenn ich da an teilweise die dümmliche KI denke, wie sie bei Earth mich so ein bisschen genervt hat. Mann, Mann. Und... Oh, nicht getroffen. Ist das wirklich schon alles? So. Kommst du ran? Was immer euch auch einfällt, mein Kind. Ja, doch, mit diesem Artilleriestab, da macht das echt schon richtig Laune. Kann man nicht anders sagen. Aber ich habe es aktiviert, richtig? Jawohl. Ich komme schon. Wenn es ohne Zwang nicht geht, bist du nicht willig, so brauche ich eben Gewalt. Ja, so ist es halt. Im Wald. Oh, mehr Viehzeug. Und Feuer. Und direkt nochmal hier vor die Nase. Hat nicht ganz gereicht. Naja. Oh, ist beim Fliehen ist er mit dem Dings gefallen. Mit dem gelatscht in die Mine. Hervorragend. Ja, ja, ist okay. Okay, genau, da ist wieder das Dörfchen. Ich weiß nicht, soll ich die mitnehmen? Priesterin. Tugend, euer Majestät. Und Kohle. Kohle brauchen wir. Was immer euch schön. Fällt, mein noch ein. Du schlägst wie ein Mädchen. Oh, und ein weiterer Level. Oh, das ist doch hervorragend, oder? So, parken wir den mal hier und was. Was wollen wir denn heute verbessern? Erfahrungsstufe 9. Oh. 6 Punkte können wir verteilen. Im Grunde das Sinnvollste wäre wirklich einfach mehr draufzuhauen. Ich weiß nicht, was ist in Stärke der Magie? Was ist denn der Maximalwert? Schadensmenge an. Diesen Wert erhöht sich die Standardschadensmenge eines jeden Zaubers. Moment, erstmal kurz gucken. Wir können tragen 1,90, also sie werden auch so immer ein bisschen stärker.
1,90. Falsch. Und Stärke der Magie 1 erhöhen. Auf 73. So. Und wir können tragen? 1,91. Okay. In 1 erschritten. Nein, immer noch falsch. Hier sind wir richtig. 2 und nochmal 2. Und es geht immer noch in 2 erschritten. Das ist nicht schlecht. Genau. Und die Maximalschaden zu erhöhen, das ist so momentan jedenfalls meine Idee. Also wenig auf Lebensenergie zu gehen, dafür die Gegner einfach, wenn wir sie treffen, umholzen. Gilt ja dann später auch für die Zauber. Das heißt, wenn wir dann krasse Zauber bekommen, sind wir ja richtig krass unterwegs. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Dann werden wir uns mal weiter dem Punkt hier nähern. Südosten. Ah, das ist der Helm, genau. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal den Helm und dann schneiden wir uns im Zentrum vielleicht die erste. Ich schätze mal die Erd. Genau. Die erste Erdrune oder sowas. Oder Erdelementar oder Erdstein. Elementarstein? Ich weiß es nicht. Na, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis denn dann. Ciao, ciao. Und auf bald.